So, also, willkommen zur Vorlesung Softwaretechnik 1, zweites Semester. Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Mein Name ist Professor Tichy. Ich werde Sie also jetzt im wichtigsten Fach der Informatik begleiten, nämlich der Softwaretechnik. Ein Kollege, der mal bei mir in der Vorlesung war, sagte auch dann später, die Vorlesung war diejenige, auf die ich immer gewartet habe. Das ist die, dessen ich studiert habe. Ja? Ich hoffe, es wird Ihnen Spaß machen. Wir werden ziemlich viel Material behandeln müssen. Ich möchte Sie ein bisschen warnen. Vieles wird so sein, dass Sie sagen, oh, das ist ja gar nicht so schwierig, das verstehe ich ja ganz gut, aber unterschätzen Sie das, was wir hier lernen, nicht. Ja? Denn es wird auch später von Ihnen auch ein Können gefragt sein, nämlich verschiedene Formalismen beherrschen zu können, auch in der Prüfung. Und das geht nur mit Übung. Das heißt, Sie müssen leider auch ein bisschen üben. Ja? Bevor ich jetzt weiter fortfahre, möchte ich Ihnen kurz Ihren größten Feind zeigen. Den größten Feind des Studiums. Das ist das hier. Sie alle haben einen, diesen Feind in der Tasche. Das ist derjenige, der Sie permanent ablenkt. Sowohl in der Vorlesung, als auch zu Hause, als auch im Bett, als auch beim Essen, als auch sonst irgendwo. Wir brauchen den hier in der Vorlesung nie. Also überhaupt nie. Ja? Das heißt, Sie sollten ihn getrost ausschalten, schalten Sie WLAN aus, werden Sie nicht gestört, stecken Sie ihn weg. Und meine Empfehlung für zu Hause, wenn Sie an den Übungsblättern oder arbeiten oder die Vorlesung studieren, gehört das Ding in die Schublade, nicht auf den Schreibtisch. Das ist der größte Feind Ihres erfolgreichen Studiums. Ich sage das nicht, weil ich keine Ahnung habe, sondern ich habe selbst Kinder, die auch studieren. Ich habe sogar noch einen Sohn, der studiert hier, sage und schreibe, Informatik. Ich weiß genau, was passiert. Ja, das ist das eine, sich permanent ablenken zu lassen. Das trifft natürlich auch für Ihren PC zu. Ja, da ist permanent hinter allem, was Sie sehen, ist die Möglichkeit, ein Spiel zu spielen oder sonst irgendwas zu machen. Achten Sie darauf, dass Sie eine Arbeitsweise erreichen, in der Sie konzentriert arbeiten, ja, und sich nicht ablenken lassen. Sie können immer eine Pause machen, nach der Vorlesung, nach einer Aufgabe, nach einer Stunde Arbeit können Sie immer sagen, so, jetzt schaue ich mal nach, ob was auf WhatsApp ist oder was immer, wenn das wirklich so wichtig ist. Ja. Aber jetzt in dieser Vorlesung, jetzt in diesen 1,5 Stunden, wo wir zusammen sind, brauchen Sie auf nichts zu reagieren. Ihre Freunde, Ihre Freundin ist jetzt abgeschrieben. Ja. Ich bin jetzt dran. Nur für 1,5 Stunden, ich denke, das werden Sie aushalten. So, jetzt schauen wir gleich mal, was Softwaretechnik ist. Softwaretechnik ist einfach nur eine Kurzdefinition hier für den ersten Tag, ist die Lehre von der Softwarekonstruktion. Einfacher kann es nicht mehr sein, oder? Die Lehre von der Softwarekonstruktion, sowie Algorithmentechnik die Lehre von den Algorithmen ist und so fort, ja? Und wozu brauche ich die? Naja, zur Pflege, zur Erstentwicklung und Pflege von umfangreichen Softwaresystemen. Wir werden hier die Methoden und Techniken erlernen, die Sie brauchen, um große Softwaresysteme zu pflegen. Es geht also hier nicht so sehr um das Programmieren im Kleinen. Ja, wie schreibe ich eine Vorschleife und was ist Catch and Throw und sowas? Das ist nämlich, setze ich voraus, dass Sie das bereits können. Sondern es geht jetzt darum, wie organisiere ich etwas, das mit vielen Leuten, an dem viele Leute gearbeitet wird, sagen wir ein Betriebssystem, ja. Welche Arbeitstechniken brauche ich dafür? Sowohl also technisch als auch organisatorisch. Mehr Technik werde ich heute gar nicht erzählen. Ja. Was Sie jetzt als nächstes brauchen, ist ein Blatt Papier und ein Stift. Sie müssen sich ein paar Dinge notieren. Im Prinzip eigentlich nur eine einzige URL, aber das brauchen Sie jetzt mal. So, also, erstmal die Kollegen, die hier mitarbeiten. Mich kennen Sie jetzt schon. Ich habe Sprechstunde Freitag von 13 bis 14 Uhr. Sie sind herzlich willkommen. Sie können jederzeit kommen. Ich reiße niemandem den Kopf ab. Ich beiße nicht, ich kratze nicht, ich tue Ihnen nichts. Ich bin offen, 13 bis 14 Uhr am Freitag können Sie gerne zu mir kommen. Manchmal ist natürlich etwas jemand vor Ihnen, da aber meine Sekretärin wird das dann schon regeln. Ja? So, die Übungsleiter, wenn Sie gleich ein bisschen aufstehen, vielleicht, Sie sitzen hier vorne.
Das eine ist der Sebastian, das andere ist der Tobias. Der Martin macht auch noch gelegentlich mit, aber ein Bild von ihm hat es nicht mehr gereicht. Ich weiß nicht warum. So, gut, die haben also auch Sprechstunden nach Vereinbarung. Das heißt, sie können eine E-Post schicken. Welche E-Post-Adresse wollt ihr denn haben? SWT1, ja. swt1.kit.edu steht hier drauf, ja. ipd.kit.edu. Entschuldigung, swt1@ipd.kit.edu. Das ist also eine Adresse, die man sich notieren sollte, wenn es eine Frage gibt. Ja. Es gibt auch eine Webseite von uns, das ist hier ganz unten, psipdkit.edu. Da finden Sie, was wir so alles anstellen in unserem Leben, aber auch den weiterführenden Link zu den Seiten für die Folien und die Übungsblätter etc. Ja? So, das wäre also das Erste. Das Vorlesungsmaterial, das ist natürlich wichtig. Das gibt es hier, Campus Studium KIT, das EDU. Das müssen Sie wahrscheinlich nicht notieren, weil Sie das kennen, im sogenannten ILIAS-System. Sehen Sie Folien und Übungsblätter, weiterführende Informationen. Es gibt auch ein Forum, auf dem Sie sich austauschen können. Bitte aber nicht so weit gehen, als die Übungslösungen auszutauschen. Das wäre blöd. Da lernen Sie da nichts. Ja? So, wenn es von Ihnen Teilnehmer gibt, die kein SCC-Konto haben, die können sich später dann nicht anmelden. Wir sollten am besten mit den drei Herren, einen von Ihnen, sprechen am Schluss, damit wir das für Sie organisieren können. Gibt es jemanden, der ein SCC-Konto nicht hat? Ja, genau. Also einen hat sich bis jetzt gemeldet, aber es dürfen natürlich auch. So, was haben wir noch zu sagen? Ja, das eine hatte ich schon gesagt, SWT1 ist nicht Programmieren. Manche Studenten missverstehen diese Vorlesung als eine Programmiersprachenvorlesung. Das ist sie nicht. Wir studieren keine Programmiersprachen hier. Programmiersprachen sind ein extrem interessantes Thema, keine Frage. Sollte man auch studieren. Sie kommen gar nicht drum herum. Es gibt nämlich eine Vorlesung gerade darüber. Nämlich heißt Programmierparadigmen. Da werden noch andere Programmiersprachentypen vorgestellt, zum Beispiel funktionale Sprachen oder logische Programmiersprachen. Und wenn Sie dadurch sind, können Sie eigentlich jede Programmiersprache lernen. Ja, es gibt so viele Programmiersprachen, dass wir die unmöglich auch nur alle nennen können. Hunderte, sprichwörtlich Hunderte von Programmiersprachen und unterliegen auch einer gewissen Mode. Wir bleiben jetzt mal bei Java, werden auch ein bisschen über Java zusätzlich lernen, wo wir es eben für die fortgeschrittene Programmierungstechnik, nämlich die Softwaretechnik, brauchen. Ja? Hier haben wir aufgeführt, wie viele Stunden Sie eigentlich darauf aufwenden sollen. Das ist eine grobe Schätzung. Sie dürfen gerne mehr verwenden, aber mit weniger glaube ich nicht, dass Sie so richtig gut durchkommen werden. Ja? Ich bete das aber jetzt nicht im Einzelnen vor. Wir sehen also, es ist ein Besuch der Vorlesung und die Nachbereitung. Wir haben Besuch der Übungen, wir haben Besuch der Tutorien. Das ist alles für Sie organisiert, damit Sie Hilfe bekommen, um weiterzukommen, bei Blockaden einen Weg weiterzufinden. Dann die Bearbeitung der Übungsaufgaben wird Sie auch einige Zeit kosten. Ja, also nicht wenig. Wir geben Ihnen heute schon ein Vorbereitungsblatt und bitte bleiben Sie am Ball. Nicht so den Ball wegrollen lassen. Literatur gebe ich Ihnen jetzt auch gleich an. Das wollen Sie sich vielleicht auch notieren, obwohl es dann natürlich auch auf den Folien stehen wird. Da gibt es ein wichtiges Buch, das heißt Object-Oriented Software Engineering Using UML Patterns in Java. Da werde ich gelegentlich sagen, das lesen, dieses Kapitel lesen, den dortigen Abschnitt lesen. Es gibt davon etwa 100 Kopien in den Informatik- und Hauptbibliotheken. Ja, das wird aber, wie Sie sehen, hier sicher nicht ausreichen. Es gibt auch eine elektronische Kopie. Die hat aber den idiotischen Nachteil, dass sie immer nur einer lesen kann. Ich weiß nicht, wie man sowas machen kann, aber so funktioniert das. Ja. Irgendwie hat das Abbild des Buchausleihens hier auf die Elektronik übertragen worden, also überhaupt kein Problem mehr, also ist jedem gleichzeitig zugänglich zu machen. Aber da stecken sicher die Verlage dahinter und nicht die Bibliothek. So, es gibt auch ein E-Buch, Objektorientierte Softwaretechnik, das ist von 2004, ist das gleiche Buch, auf Deutsch übersetzt. Das können Sie bei Pearson, jedenfalls habe ich es, jetzt nicht mehr nochmal überprüft, aber man konnte es zumindest herunterladen, kostet dann aber allerdings auch etwas. Ja? So, welches, ob Sie das Buch jetzt kaufen oder mit Bibliotheksexemplar auskommen,
oder irgendeine Bootleg-Kopie im Internet finden, das überlasse ich Ihnen. Ein ganz weiteres sehr wichtiges Buch, und da würde ich sagen, das kaufen Sie sich. Das oder das nächste, das auf der nächsten Folie steht. Aber lassen Sie mich erst erklären. Das ist ein sehr berühmtes Buch von Gamma Helm Johnson Vlissides und heißt Entwurfsmuster, Elemente wiederverwendbarer objektorientierter Software oder im Originalausgabe Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Beides von Addison Wesley. Es ist ein Klassiker, in dem wir Strukturen erklärt, mit denen man Software baut. Also nicht einzelne Algorithmen, sondern die sogenannten Entwurfsmuster, wie zum Beispiel der Beobachter, Besucher, Strategie und ähnliche Dinge, die man in objektorientierten Programmierung verwenden kann, um Software zu strukturieren. Das enthält an die 24 verschiedene Muster. Es gibt inzwischen hunderte. Wir müssen gar nicht alle lernen. Wir werden mehr als 24 lernen allerdings. Es stehen also nicht alle drin. Ich würde also empfehlen, kaufen Sie sich entweder das hier, wie gesagt, der Klassiker, oder das hier, Freeman, Robson, Bates, Sierra, Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß, gibt auch die englische Ausgabe, Head First Design Patterns. Es ist ein Spaß, dieses Buch zu lesen. Sie werden sehen, warum. Hier wird mit viel Witz und lustigen Zeichnungen und charmante Bemerkungen werden in Entwurfsmuster in lustigen Cartoons gewissermaßen beigebracht. Und wenn Ihnen also dieses Buch, der Gamma et al., zu trocken ist, sagen wir, ich komme damit nicht zurecht, das ist ja so langweilig, dann nehmen Sie das hier. Ja? Gehen Sie in den Bücherladen, schauen Sie sich beide an und sagen, ah ja, das oder das. Ja? So, dann steht es eins in Klammern, das brauchen wir nicht mehr, könnte man eigentlich auch löschen. Dann gibt es noch ein Lehrbuch, Balzert, Lehrbuch der Softwaretechnik. Da heraus nehme ich manchmal etwas heraus, brauchen Sie nicht zu kaufen, denn das ist campusweit kostenfrei verfügbar. Können Sie herunterladen, also nicht so wie bei dem E-Book vorhin, wo immer nur einer drauf zugreifen darf. Das Literaturverzeichnis finden Sie natürlich auch im Ilias dann. Ja? Also wichtig sind eins von Freeman und Gamma und den Brücke. Ja, der Herr Brücke ist zwar auch Professor für Softwaretechnik, übrigens an der TU München. Dieses Buch dort geschrieben. So, gibt es Fragen soweit? Einer hat eine Frage. Das haben wir schon. So, jetzt kommt der Hammer, nämlich die Klausur. Achtung, Hauptklausur am 26. Juli bereits haben wir die gekriegt, wegen den Räumen, und wir enden am 21. Das sind keine 5 Tage zwischen Ende der Vorlesung, letzter Vorlesung und der Klausur. Ich gehe mal so ab und zu in die Vorlesung und dann breite ich mich auf die Prüfung vor. Das wird garantiert nicht funktionieren. Kommen Sie in die Vorlesung. Ja? Machen Sie mit. Bleiben Sie am Ball. Machen Sie die Übungsblätter. Selbst wenn in Übungsblätter die vorgeschriebenen Punkte erreicht sind, machen Sie das nächste Übungsblatt trotzdem noch. Ja? Sie brauchen das alles. Sie haben keine Zeit, das so lange nachzubereiten, so lange zu verzögern. Ja? Also das ist wahrscheinlich ein Freitag und das ist dann der Dienstag drauf. Das ist gerade ein Wochenende dazwischen und schon geht es los in der Prüfung. Natürlich gibt es eine Nachprüfung, die ist dann Anfang Oktober. Aber stellen wir Sie an, sagen, das ist mir zu früh, ich gehe erst im Oktober. Und wenn Sie dann da durchfallen, dann haben Sie ein Jahr verloren. Warum haben Sie ein Jahr verloren? Weil Sie dann das PSE, Praxis der Softwareentwicklung, das ist ein Praktikum, das Sie im 3., 4. Semester machen dürfen, sollen, müssen, wie auch immer, dürfen Sie nur machen, wenn Sie Softwaretechnik bestanden haben. Ja? Wenn Sie also jetzt erste verpassen, zweite nicht bestehen, dann müssen Sie noch ein Jahr warten, bis Sie Softwaretechnik wieder nehmen können und nochmal geprüft werden können, fast ein Jahr minus einen Monat, und dann erst können Sie PSE machen. Dadurch verlieren Sie ein Jahr. Ja? Denken Sie mal, das sind ja alle Informatiker, Sie erwarten alle, dass Sie hinterher tolle Jobs kriegen, ein Jahr verzögertes Studium, was kostet das? 50.000 Euro. Ja? Ein Jahr Studium, länger gedauert, das heißt ein Jahr weniger Gehalt, das kostet. Ja? Das ist also nicht nur, das ist nicht so schlimm, ich bin ja nicht teuer und so, meine Wohnung kostet nicht so viel, meine Eltern zahlen sowieso, ist alles egal. Nein, es ist nicht egal.
ein Jahr längeres Studium, 50.000 Euro. Würde ich einfach im Hinterkopf behalten. Ja? Also am Ball bleiben, oh, bitteschön. Nächster Punkt, Fragen. Ja? Fragen sind also sehr wichtig für mich als Lehrenden und auch natürlich für meine Mitarbeiter, damit wir wissen, wo es hakt, was man nicht versteht, was man vertiefen muss, was man wiederholen muss. Ist also, Fragen sind jederzeit willkommen, aber bei kleineren Vorlesungen würde man sagen, jede Frage ist willkommen, scheut euch bloß nicht, dass ihr Fragen stellt. Das kann ich hier schlechter machen, das funktioniert meistens nicht, weil dann zu viel Zeit vergeht, bis wir die trivialen Fragen aussortiert haben und dann das Wichtige nehmen. Drum bitte ich darum, Sie brauchen sich nicht zu scheuen, Fragen zu stellen, aber überlegen Sie sich, was Sie fragen. Ja? Vielleicht kommt es gerade im nächsten Moment oder vielleicht haben Sie es gerade verpasst. Ja? Damit wir da nicht zu viel Zeit verlieren. Ja? Ich werde niemandem sagen, du bist aber blöd, was du die Frage stellst. Das werde ich nie sagen. Ja? Können Sie mich kreuzigen, wenn ich das mache. Gut. Sondern zusätzlich noch gerade die stillen, zurückhaltenden, überlegten Leute möchte ich herausfordern, mir Fragen zu stellen. Ja? Die haben sich nämlich was überlegt und die treffen meistens auf den Schwachpunkt und treffen ihn haargenau. Ja? Und dann stehe ich da und kann was erklären. Gut. Und natürlich dürfen Sie sich auch untereinander austauschen, was Fragen zur Vorlesung betrifft. Jetzt kommt etwas Positives mit einem etwas Negativen verknüpft. Wir nehmen diese Vorlesung auf, die wird auch zur Verfügung stehen, aber nicht sofort, weil ich möchte, dass in die Vorlesung kommen. Ja? Die Mitschnitte werden wir also erst 2 Wochen vor der Klausur oder vor Vorlesungsende freischalten. Sie werden aufgenommen, aber ich möchte, dass Sie trotzdem in die Vorlesung kommen. Als Anreiz, bitte kommen Sie in die Vorlesung. Ja? Also, sag's mal so, wenn Sie jedes Mal zur Vorlesung kommen, während der Vorlesung aufmerken, nicht irgendwie irgendwelche Schwätzereien machen oder mit Ihrem Laptop spielen oder noch schlimmer mit dem Telefon, ja. Wenn Sie jedes Mal da sind, Ihre Übungsblätter machen, dann können Sie eigentlich nicht durchfallen. Können Sie eigentlich nicht durchfallen. Ja? Wir beginnen um 11.30 Uhr, das muss jeder schaffen. Ja? Gut, am Freitag ist es früher, 9.45 Uhr, das kann auch noch jeder schaffen. Ja? Also meine Söhne waren kurz vor dem Studium im Militär. Sie mussten um 4.30 Uhr aufstehen. Sie haben das geschafft. Da werden Sie es schaffen, um 9.45 Uhr da zu sein. Ja? Und nicht erst, oh Gott, es ist schon eins, ich muss das schleunigst in die Mensa. Ja? Das ist nämlich so diese Tendenz. Ja? Sie können Ihre innere Uhr, ist bekannt, bewusst, ohne Schwierigkeiten, um 1 Stunde pro Tag verschieben. Wenn Sie also einen Jetlag haben, von, sagen wir, von Westen nach Osten fliegen, dann haben Sie ja immer eine Stunde, mehrere Stunden weniger Schlaf und das dauert ungefähr 1 Stunde pro Tag, wo Sie wieder justieren können, seien Sie nehmen besondere Maßnahmen. Aber diese Uhrumstellung läuft auch andersrum. Ja? Das heißt, wenn Sie trödeln beim Aufstehen, ja, sagen, oh, ja, es ist ja erst 8, ich meine Vorlesung erst 9.45, da reicht es ja, wenn ich 9.30, also haut nicht hin, weil dann verschieben Sie so nach und nach Ihre innere Uhr und damit fällt es Ihnen immer schwerer, ordentlich aufzustehen. Ja? Disziplin muss her. Ja? Tun Sie sich die Disziplin an, Sie werden sehen, es geht und es nützt Ihnen. Kommen Sie also zur Vorlesung pünktlich, machen Sie mit, denken Sie mit, so wie heute, ganz toll. Jeder schaut und achtet, was hier gesagt wird. So soll es sein. Ja? Und es ist nicht laut. Also, so sollte es sein. Bitte kommen Sie. So, jetzt kommt die Übung. Aber bevor wir das machen, machen wir noch ein Gruppenbild. Sie und ich. Ja, los machen. Gehst du vielleicht da oben rauf? Also wer in den letzten Jahren schon mal bei einem Musikkonzert war, der hat das schon mal gesehen. Die Bands stellen sich vorne hin, dann dahinter die großen Fans. Also jetzt bitte auch ein bisschen Jubel. Geh ein bisschen zur Seite wegen dem Projektor. Ja. Ja. Du hast den gemeint. So. Wir machen alles, was du sagst, ja?
und lächeln, Ameisen. Wir strahlen sowieso, wie es gerade geht. So, jetzt macht der Übungsleiter weiter. Genau. Oder einer der. So, guten Morgen und herzlich willkommen nach dieser schönen kleinen Auflockerung von Professor Tichy. Mache ich jetzt weiter. Nochmal zur Erinnerung, ich bin Sebastian Weigelt. Ich bin einer der 2,5 Übungsleiter für dieses Semester für Sie. Meine beiden anderen Kollegen hier einmal Tobias Hai und Martin Blersch, der gegebenenfalls aushelfen wird, wenn einer von uns nicht zur Verfügung steht und auch so ein bisschen im Hintergrund die administrativen Fäden mitzieht. Aber ansonsten werden Sie hauptsächlich mich und Tobias sehen. Und ich bin ehrlich gesagt nach dieser Einführung von Professor Tichy ganz froh, dass ich nicht ganz am Anfang genannt wurde. Wir drei haben da drüben ein bisschen gebibbert, als Professor Tichy anfing mit ich zeige Ihnen jetzt mal Ihren größten Feind im Studium. Haben wir überlegt, auf wen von uns dreien zeigt er jetzt? Haben wir Glück gehabt. Heute war es mal das Smartphone. Und es ist tatsächlich so. Also wir wollen hier als Übungsleiter gerne so auftreten, dass wir Ihnen helfen durch die SWT. Natürlich sind wir auch diejenigen, die diese blöden Übungsblätter rausgeben, die dafür verantwortlich sind, dass Sie vielleicht mal mehr oder weniger Punkte bekommen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir für Sie auch erste Ansprechpartner sein, natürlich Ihnen helfen, die SWT zu schaffen. Und dazu gibt es dieses Jahr auch wieder einen Übungsbetrieb, den wir hier mal aufgetragen haben, informatikerfreundlich in einer schönen Vorschleife. Und dort sehen Sie schon, wir werden insgesamt 7 Übungen abhalten, denn die Vorschleife fängt bei 0 an und geht bis kleiner gleich 6. Ja, das heißt, wir haben 7 Veranstaltungen zur Übung und dort wird es immer ein Übungsblatt geben. Dann sollen Sie das Übungsblatt selbstständig bearbeiten. Sie sollen Lösungen dann natürlich abgeben, die Sie selbstständig bearbeitet haben. Da werde ich gleich nochmal mehr dazu sagen, was selbstständig heißt. Und dann gibt es hier eine Übung und in der werden wir dann die Lösung besprechen. Und mit besprechen meine ich tatsächlich besprechen. Das heißt nicht, dass wir zwei hier vorne rumtanzen und Ihnen die Musterlösungen vortanzen, sondern wir möchten auch gerne ab und zu mal mit Ihnen ins Gespräch kommen. Das heißt, melden Sie sich, stellen Sie Fragen, korrigieren Sie uns, auch das ganz gerne, wenn Sie eine andere Musterlösung für die richtige halten. Sagen Sie das gerne, wir möchten gerne mit Ihnen auch mal über Lösungen sprechen. Und Sie brauchen auch keine Angst haben. Wir zeichnen die Vorlesung zwar auf, aber ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie eine Frage stellen oder eine Anmerkung machen, Sie sind garantiert nicht zu hören. Das heißt, man hört nur uns reden. Das führt auch dazu, dass ich dann Ihre Fragen oder Ihre Antworten immer wiederholen muss, damit die dann auch auf der Vorlesungsaufzeichnung landen. Das heißt aber auch für Sie, Sie können jede Frage stellen, jede blöde Frage, es merkt keiner später, dass Sie das waren. Also da einfach nicht zurückhalten. Genau. Nach der Übung kommt dann immer noch ein Tutorium und das Tutorium ist bei uns dafür gedacht, dass Sie A, Rückmeldung natürlich zu Ihren Übungsblättern bekommen. Sie bekommen dann die Lösung oder die Korrektur Ihres Übungsblattes von Ihrem Tutor und bekommen dann im Grunde nachbereitet den Stoff. Unsere Tutorien sind nicht so ausgelegt, dass Sie sie auf das nächste Übungsblatt vorbereiten. Das eher im geringeren Maß. Es geht tatsächlich eher um die Nachbereitung. Das heißt, wenn nach dem Übungsblatt immer noch was unklar ist, dann wird Ihr Tutor das Ihnen nochmal genauer erklären. So, wir haben insgesamt 6 Übungsblätter für Sie vorbereitet und jetzt steht da trotzdem immer noch 7 in Summe. Professor Tichy hat es vorhin schon angekündigt, es gibt jetzt schon ein Vorbereitungsblatt. Und dieses Vorbereitungsblatt gibt es deshalb, weil wir mit Ihnen über das Semester ein Projekt entwickeln möchten, stückchenweise. Und naja, wer ein bisschen mit Software schon mal gearbeitet hat, der weiß das. Für alle anderen, denen werden wir das jetzt beibringen. Man braucht ein paar Werkzeuge dafür. Man kann nicht einfach einen Editor nehmen und da das Hello Welt-Programm reinhacken und dann läuft es schon alles, sondern man braucht so ein bisschen Werkzeugunterstützung drumherum. Oder sagen wir, man braucht sie nicht, aber es ist doch sehr hilfreich und für uns im Übungsbetrieb ganz insbesondere und deshalb möchten wir Ihnen auf dem Vorbereitungsblatt mal so ein bisschen die Werkzeuge, die wir benutzen, näher bringen. Das zum Übungsbetrieb, hier nochmal für den Ausdruck eine Anmerkung und jetzt wieder zurück zur Übung und was zu den Musterlösungen schon angedeutet hatte. Wir geben Ihnen in der Übung eine Musterlösung, die wir uns ausgedacht haben. Das heißt aber nicht, dass das die beste Musterlösung ist, die es gibt. Das ist die, die wir haben. Wenn Sie eine bessere haben, dann diskutieren wir da gerne darüber.
Die Folie heißt so schön, viele Wege führen nach Rom. Manche sind direkter, manche sind schöner, manche sind holpriger, aber es gibt doch sehr viele Wege, die zu einer guten Lösung führen können. Und wir wollen das auch gerne haben. Also wenn Sie eine ganz andere Lösung haben, als wir hier in der Übung vorstellen, heißt das noch lange nicht, dass das falsch ist, was Sie da gemacht haben. Es kann durchaus auch viel besser sein, kann holpriger sein, aber trotzdem zum Ziel führen. Das ist alles in Ordnung. All das werden wir zulassen. Unsere Tutoren sind dementsprechend auch von uns geschult oder wir weisen da immer wieder darauf hin, dass sie auch andere mögliche Lösungswege zulassen. Das heißt aber auf der anderen Seite, sie müssen auch so ein bisschen damit leben, dass wir ihnen hier keine 1:1 perfekte Lösung für ein Problem präsentieren können. Genauso müssen sie auch damit leben, dass unsere Übungsblätter manchmal von der Aufgabenstellung her so gefasst sind, dass da eine gewisse Unschärfe drin ist, dass sie mal selber überlegen müssen, was ist denn hier eigentlich zu tun. Das kann auch mal erfordern, dass man mal Google benutzt zum Beispiel. Dass man einfach mal die Aufgabenstellung googelt, um mal herauszufinden, was denn da eigentlich zu tun ist. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir haben wollen, dass sie selber versuchen, über die Lösung nachzudenken und nicht einfach nach Schema F irgendwas lösen, was wir ihnen dann auch noch 1:1 später präsentieren können, was da die perfekte Lösung gewesen wäre. Das heißt, es gibt Alternativen. Wir fordern so ein bisschen Selbstständigkeit auch bei Ihnen ein, dass Sie sich ein bisschen mit dem Thema, was gerade dran ist im Übungsblatt, beschäftigen, dass Sie mal googeln, was man denn jetzt alles machen könnte, um das Ziel zu erreichen. Also damit müssen Sie leben. Es gibt aber auch das Ilias-Forum, was Professor Tichy schon angekündigt hat. Auch da kann man mal diskutieren mit Kommilitonen, wo man sich denn noch informieren könnte. Wenn man Fragen hat, kann man da gerne diskutieren. Wir werden da auch immer mit dabei sein, werden gegebenenfalls bei Fragen, die nur wir beantworten können, auch mal helfen. Genauso werden dort auch Ihre Tutoren unterwegs sein. Also da können Sie jede Menge Input dann auch bekommen. Das ist auch noch ein wichtiger Hinweis. Es gibt viele fast richtige Lösungen. Also wenn Sie mal merken auf dem Übungsblatt, Programmieraufgabe XY, ich kriege das einfach nicht fertig, dann geben Sie trotzdem was ab, bitte. Denn dann werden Sie sicherlich Teilpunkte bekommen. Auch das haben wir unseren Tutoren gesagt, dass es bitte Teilpunkte geben soll natürlich. Und das ist auch so ein bisschen Teil des Problems mit den vielen Wegen, die nach Rom führen. Manchmal hat man einen besonders schönen Weg gefunden, stellt aber fest, man kommt in Konstantinopel raus und eben nicht in Rom. Ist nicht schlimm, trotzdem abgeben. Kann sein, dass auf dem Weg trotzdem vieles Richtiges passiert ist. Also da nicht scheuen, auch mal was Halbfertiges abzugeben. Gut, dann noch mehr Organisatorisches zum Übungsbetrieb. Wir haben eine Plattform, über die die Programmieraufgaben abgegeben werden. Warum gibt es eigentlich keine Folie davor, die das erklärt? Bisschen schlecht, dann mache ich das jetzt. Also es gibt eine Plattform, die nennt sich LEZ. Was heißt LEZ? Jemand eine Idee? Kennt noch jemand die GEZ? Ein bisschen zu jung dafür, um welche zu zahlen. Also, die LEZ ist die Lösungseinzugszentrale. Das heißt, alle Programmieraufgaben werden dort auf der LEZ abgegeben. Das funktioniert im Grunde so ähnlich wie der Praktomat, den Sie schon kennen, ein bisschen anders. Wir haben das halt für uns ein bisschen angepasst, damit wir da besser mitarbeiten können. Dort laden Sie Ihre Lösung hoch, bekommen gegebenenfalls Feedback. Hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert? Und außerdem können Sie noch was anderes Schönes tun. Sie können nämlich Ihr Tutorium dort bewerten und das sagt diese Folie, Sternchenbewertung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich auf Internetseiten wie Amazon unterwegs bin und mir überlege, was zu kaufen, dann schaue ich auch gerne mal in die Kundenbewertung rein. Und nach diesem Prinzip funktioniert unsere LEZ auch. Das heißt, bewerten Sie ruhig mal Ihren Tutor. Das ist eine sehr gute Rückmeldung für den Tutor. Der Tutor sieht nicht, wer ihn bewertet hat. Also auch da keine Angst. Sie können da Sternchenbewertung geben in unterschiedlichen Kategorien. Und können sogar einen Einzeiler dazu schreiben, wie sie denn das Tutorium finden. Und ich glaube, ab 8 Bewertungen wird es dann für die Tutoren auch freigeschaltet. Dann sehen sie dann, oh, mein Tutorium hat irgendwie nur 3,0 Sterne. Da sollte ich vielleicht mal noch irgendwie besser werden. Also nutzen Sie das bitte fleißig. Das hilft auch uns als Übungsleiter so ein bisschen Feedback zu bekommen, wie das denn mit dem Tutorienbetrieb funktioniert. Wir hätten natürlich gerne, dass da nur gute Bewertungen sind, aber bitte sind Sie da ganz frei, bewerten Sie, wie Sie das Tutorium finden. Was an der Stelle noch ganz wichtig ist, bitte bewerten Sie an der Stelle nicht uns oder Professor Tichy oder das Übungsblatt. Das machen Sie bitte an anderer Stelle. Also
dann lieber am Ilias schreiben, ach, dieses Übungsblatt ist schon wieder so gestellt, dass das keiner versteht. Kann man da gerne mal schreiben? Dann schreibe ich wahrscheinlich drunter, ja, dann vielleicht doch mal googeln. Aber dann bitte dort, nicht dort. Ja? Also wir lesen auch immer mal wieder, ja, das Übungsblatt ist viel zu schwierig und dann ein Stern, das hilft halt nicht, weil dann ist es die Bewertung fürs Tutorium und ja, es ist wie wenn bei Amazon steht, wurde erst nach 3 Wochen versendet. Das hat nichts mit dem Produkt zu tun. Also bitte tatsächlich nur das Tutorium bewerten. Gut. Die Termine für die Übung. Das erste Übungsblatt wird am 18. April, das heißt am Mittwoch, ausgegeben. Aktuell seit einer halben Stunde ist auch schon das Vorbereitungsblatt online. Sie finden das immer alles im Ilias und haben dann normalerweise 2 Wochen Zeit zur Bearbeitung. Für das Vorbearbeitungsblatt haben Sie jetzt nur bis zum Sonntag Zeit. Das liegt aber auch daran, dass das wirklich einfach nur ist, laden Sie Werkzeug X, laden Sie Werkzeug Y herunter, installieren Sie das, lesen Sie mal auf folgender Internetseite das Tutorial durch. Mehr ist das nicht, dementsprechend nur bis Sonntag. Und gleichzeitig ab Mittwoch läuft dann auch schon das erste Übungsblatt. Abgabe des ersten Übungsblattes ist dann der 2. Mai. Wunderbar, da hat man den ganzen 1. Mai noch Zeit, es fertig zu machen. Hat man ja sonst nichts zu tun. Und die erste Übung ist dann am 4. Mai. Das heißt, immer am Freitag nach der Abgabe des Übungsblattes ist dann die zugehörige Übung. Was machen wir in der Übung? Naja, wir bereiten Sie auf die Klausur vor. Wie Professor Tichy schon gesagt hat, wenn Sie regelmäßig hier in die Vorlesung kommen, und mit regelmäßig meint er immer, und wenn Sie außerdem die Übungsblätter bearbeiten, dann kann ich Ihnen auch versprechen, dann kann Ihnen eigentlich für die Klausur nichts passieren. Dementsprechend machen Sie das. Ich habe schon angekündigt, wir machen ein Programmierprojekt. Seit 2 Jahren machen wir das sehr konsequent. Wir hatten schon immer so ein Projekt, an dem wir so ein bisschen dran rumgebastelt haben. Jetzt haben wir da noch so ein bisschen so eine Projektstruktur drum herum gebastelt und lassen Sie im Grunde über das gesamte Semester ein bekanntes, bestehendes Projekt erweitern. Das kommt immer ganz gut an bei den Studenten. Zum einen, weil sie sehen, wie das oder wie ärgerlich es sein kann, mit Altsoftware zu arbeiten. Das eine. Und das andere ist, sie bearbeiten tatsächlich ein echtes Projekt. Da kommt am Ende was raus und sie bearbeiten einzelne Stückchen, die für sich genommen schon bewertbar sind oder was tun, einen Nutzen haben und am Ende kommt ein Gesamtprojekt raus. Das ist eigentlich immer ganz schön, das so zu sehen, wie sich das über die Zeit entwickelt. Genau, und jetzt das Unschöne, wir machen das auch nicht zum Spaß und auch nicht nur, um Sie da vorzubereiten für die Klausur, sondern Sie brauchen das auch echt. Also Sie brauchen echt diesen Übungsschein, denn auch der ist Voraussetzung für das PSE. Zusammen die Übung, also der Übungsschein und die Klausur bilden das SWT1-Modul und das ist die Voraussetzung, damit Sie an der, wie heißt das, Praxis der Softwareentwicklung teilnehmen können. Und Pflicht ist das für alle Informatiker, Informationswirte und auch für das Lehramt Informatiker, für Lehramt Informatik, Entschuldigung, auch davon gibt es ja seit 2 Jahren einige bei uns auch immer wieder. Die brauchen sich jetzt nicht zu outen, aber ich weiß, dass es welche gibt, das ist sehr schön. Dass es das gibt, denn das ist nötig, dass wir da Nachwuchs generieren. Genauso kann man die SWT auch natürlich als Nebenfach, zumindest für Mathematik und Physik, soweit ist es uns bekannt, machen. Wir haben heute eine Mail bekommen von einer Musikinformatikerin, also auch sowas geht. Wenn Sie noch was anderes Spezielles haben, einen anderen Grund, warum Sie hier sitzen, gerne kommen. Wir finden auf jeden Fall eine Lösung für Sie in Absprache dann natürlich mit Ihrem Fachbereich. Gut, jetzt, was mache ich denn mit meinem Übungsblatt? Wie gebe ich das denn eigentlich ab? Da gibt es 2 Antworten drauf. Die erste ist die LEZ, das habe ich schon erklärt, für die Programmieraufgaben online auf lez.ipd.kit.edu. Dort können Sie sich mit Ihrem ganz normalen SCC-Account anmelden und können dort dann Ihre Programmieraufgaben digital abgeben. Es ist auch die einzige Art und Weise, wie man Programmieraufgaben abgeben kann. Also Quelltext ausdrucken und ans Übungsblatt dranheften ist eine blöde Idee. Das werden wir nicht akzeptieren. Ganz anders sieht es bei den Theorieaufgaben aus. Bei den Theorieaufgaben ist es so, dass die bitte tatsächlich handschriftlich abgegeben werden.
Hier steht handschriftlich Ausrufezeichen und das steht deshalb dort, weil wir immer mehr das Problem haben, dass es Leute kommen mit, ich habe hier ein schönes Diagramm online gezeichnet und ausgedruckt. Nee, auch das bitte nicht. Alles bitte handschriftlich machen. Auch sowas wie, ich habe hier eine handschriftliche Lösung, die habe ich aber eingescannt und wieder ausgedruckt. Auch nicht so gut. Also bitte wirklich handschriftliche Lösungen abgeben und die dann in diese form- und farbschöne Kiste werfen. Eine große hölzerne Kiste, die steht bei uns vor dem Sekretariat im dritten Stock, Vorraum 368 und dort bitte die Theorielösungen einwerfen. Und das bitte immer pünktlich, Abgabetag bis 12 Uhr. Und das ist tatsächlich eine harte Deadline. Um 12.05 Uhr die Kiste weg. Da werden Sie keine Chance mehr haben, Ihre Lösung abzugeben. Das steht übrigens auf diesem Hinweiszettel auch nochmal drauf. Ja, also wenn Sie dort mal vorbeilaufen, da sehen Sie das auch. Bis 12.05 Uhr bitte abgeben. Wer danach, bis 12 Uhr, ich habe schon gesagt, 12.05 Uhr ist nichts mehr da. Doch, also auch dann können Sie gerne noch abgeben, aber dann wird es leider nicht mehr bewertet. Und wir sind da wirklich sehr strikt. Wir rollen die Kiste dann auch weg, die ist dann einfach nicht mehr da. Da gibt es auch nichts mehr einzuwerfen. Insofern sieht es dann schlecht aus mit einer Abgabe. Probleme kann man da auch ganz leicht vermeiden, indem man das Ganze einfach mal ein bisschen früher angeht. Versuchen Sie doch einfach mal um 11 da zu sein. Ja, das hilft enorm. Dann gibt es auch nicht so ein Gedränge bei uns auf dem Flur. Ja, die Kollegen sind nicht so genervt, an deren Büros sie vorbeilaufen die ganze Zeit. Also wir kennen das schon. Ja. Also da sind dann um 12 kommt dann immer so eine Traube, die sich so aus dem Fahrstuhl rauspresst, während die anderen unten noch in minus 1 auf ihren Ausdruck warten fürs Deckblatt. Versuchen Sie das einfach rechtzeitig zu machen, dann haben Sie das Problem gar nicht. Insbesondere, und das ist jetzt auch wieder so ein Erfahrungswert, normalerweise die Drucker überlastet sind kurz vor 12. Ja? Weil alle noch schnell abgeben wollen. Und es sind 2 Wochen Zeit, also da kann mir jetzt keiner sagen, dass es auf die letzten 5 Minuten noch ankommt. Also da einfach rechtzeitig sein, ist eine große Bitte von mir, weil ich echt ungern derjenige bin, der vor Ihnen die Kiste wegschiebt. Mache ich wirklich ungern, aber ich mach's. Und dementsprechend seien Sie einfach bitte pünktlich. So. Genau. Ja, Frage? Ja, Professor Tichy möchte gerne fragen, wo man oder fragt, wo man abgibt, wenn man zu spät dran ist. Ich weiß auch, warum er das fragt, weil er jedes Semester Lösungen unter seiner Tür durchgeschoben bekommt. Das ist also eine reine Schutzfrage, die er da stellt. Die richtige Antwort ist, wenn wir noch da sind, uns in die Hand drücken, bei uns im Sekretariat abgeben oder noch besser, einfach viel zu spät abgeben, weil wenn Sie eh drüber sind, dann können Sie auch einfach eine Stunde später abgeben und dann steht die Kiste auch wieder da, weil dann haben wir schon die raussortiert, die rechtzeitig abgegeben haben, dann kann man auch gerne wieder in die Kiste werfen. Aber ansonsten irgendwo sinnvoll abgeben und unter der Tür durchschieben ist keine sinnvolle Abgabe. Gut, das dazu. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Wunderbar. Dann zur Korrektur der Übungsblätter. Für unsere 6 Übungsblätter gibt es in Summe 150 Punkte. Also sehr viel. Wir teilen das ungefähr halbe-halbe zwischen Theorie und Praxis. Bitte nageln Sie uns da nicht fest. Manchmal machen wir auch 76-74 oder sowas. Ja, also das kommt vor. Außerdem gibt es darüber hinaus nochmal Bonuspunkte, die nicht zu den 150 Punkten in Summe dazuzählen. Da kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen, wie viele es sind. Das sind meistens über Semester so Größenordnungs 12 bis 15 Bonuspunkte. So in der Drehe ungefähr werden das. Das heißt, die gibt es nochmal obendrauf, wenn es wirklich knapp werden wird, sollte bei Ihnen. Das kann ich mir aber eigentlich gar nicht vorstellen, denn man braucht nur 75 Punkte von den 150 überhaupt, um den Übungsschein zu bekommen. Das sollte eigentlich zu machen sein. Kleiner Insider-Tipp noch von mir als Übungsleiter. Normalerweise sind die Punkte auf den ersten Übungsblättern einfacher zu bekommen, ja, als die am Ende. Also vielleicht doch gleich anfangen. Und Insider-Tipp 2, wer am Anfang nicht mitmacht, der wird es hinten dran ganz schwer haben, weil das Programmierprojekt, das baut so ein bisschen aufeinander auf und auch inhaltlich baut das alles so ein bisschen aufeinander auf.
wenn man am Anfang abgehängt wird, wird es ganz schwer wieder reinzukommen. Also einfach gleich ein bisschen mitarbeiten, Übungsblätter gleich bearbeiten, dann wird alles gut. Denn, und jetzt kommt der negative Teil, warum muss ich eigentlich mal hier die Bad-Boy-Rolle spielen? Ja, super, danke. Also ich bin eigentlich ganz nett. Okay, die jetzt lachen, die waren wahrscheinlich letztes Semester schon da, die wissen, dass es anders ist. Nein, also zurück zum Ernst des Lebens. Man braucht nur 75 Punkte für den Übungsschein, das ist locker machbar. Die meisten Studenten haben nach 4 Übungsblättern genug Punkte. Und das ist auch der Grund, warum wir eben bei den verspäteten Abgaben so hart sind. Genauso, wenn irgendwie ja, der KVV wieder mal streikt, das ist halt auch keine Ausrede für, ich konnte mein Übungsblatt nicht abgeben. Das heißt, wenn Sie mal ein Übungsblatt nicht abgeben können, dann tut uns das wirklich sehr leid für Sie, aber wir machen normalerweise keine Ausnahmeregelung. Es sei denn, Sie haben wirklich einen sehr, 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 sehr guten Grund. So in der Größenordnung, ich bin in der Dusche ausgerutscht und habe mir den Arm gebrochen. Oder ich liege im Krankenhaus. Wir finden sicherlich da eine Lösung, ja? Aber bitte wirklich nur in richtig, richtig ernsten Fällen. Wenn auch absehbar ist, vielleicht, dass sich das über mehrere Übungsblätter erstreckt oder es zumindest nicht absehbar ist, wann Sie wieder abgeben können, dann können wir da eine Sonderregelung finden. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, machen Sie es nicht einfach eigenmächtig oder machen Sie da mit Ihrem Tutor irgendwas aus, sondern immer nur in Rücksprache mit uns. Das heißt, wenn sowas auftritt, dann Rücksprache mit Ihrem Tutor halten, Rücksprache mit uns halten und dann können wir da eine Lösung finden. Aber wie gesagt, das wirklich bitte nur im allergrößten Ausnahmefall, denn normalerweise schafft man auch einfach den Übungsschein mit, hier steht im Schnitt 3 Blättern. Das ist einfach deshalb, weil man mit 3 Blättern 75 Punkte erreichen kann, plus Bonuspunkte, also das ist eigentlich auch gut machbar. Aber wie gesagt, die meisten Studenten schaffen es tatsächlich mit 4 Blättern eigentlich schon die benötigte Punktzahl zu erreichen. Also das ist gut machbar. Genau, hier Abgabe per Mail, habe ich gerade schon gesagt, machen wir nicht. Es sei denn, es gibt tatsächlich die Ausnahme oder das Problem. Und selbst wenn Sie sagen, Sie können heute nicht nach Karlsruhe kommen, weil KVV wieder mal streikt, dann können Sie ja zumindest die Programmieraufgabe abgeben. Oder Sie nehmen halt doch das Rad oder fahren irgendwie anders hierher. Je nachdem, wo man herkommt, ist Rad vielleicht keine Option, sehe ich ein. Aber zumindest die Programmieraufgabe kann man ja trotzdem noch abgeben. Gut. Ich spüre eine gewisse Unruhe. Gibt es Fragen bis hierher? Hier gibt es eine Frage. Hier fragt ein Kommilitone, ob diese LEZ wieder nur über das KIT-Netz erreichbar ist. Und die Antwort ist eigentlich nein. Wir hatten letztes Semester am Anfang das Problem tatsächlich. Das sollte aber eigentlich gelöst sein. Wir haben es schon probiert, oder, dieses Semester? Also ich habe, ja gut, immer zum nächsten gucken ist gut. Also ich habe es schon probiert übers Handy. Es hat funktioniert, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Also es sollte funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, einfach nochmal meckern. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Gut, sonst noch Fragen? Da oben, ja. Sie brauchen sich nicht abducken, das ist kein Problem. Kann passieren. Also Frage nochmal, ob man die denn von außen erreichen kann, die LEZ. Ja, wir werden dafür sorgen, wenn es nicht klappt, einfach bei uns nerven. Nochmal nachfragen. Gut, noch eine Frage. Ja, bitte. Hier kommt die Frage, ob man jederzeit seine Programmieraufgaben abgeben kann oder ob das überlaufen ist, ob es da technische Probleme gibt. Wir hatten einmal, glaube ich, tatsächlich den Fall, dass wirklich sehr viele Leute gleichzeitig versucht haben abzugeben. Da ist dann halt irgendwann einfach die Rechenkapazität des Servers erreicht. Aber wie gesagt, das ist einmal aufgetreten, glaube ich, bisher. Im Allgemeinen haben wir damit eigentlich kein Problem mit der Last. Ja. Auch eine sehr schöne Frage. Kann man wie beim Praktomaten mehrfach abgeben? Auch da ist die Antwort ja. Alles Weitere ist aber dann auch auf den Seiten tatsächlich erklärt. Ja, bitte.
Ihr Kommilitone fragt eine sehr spezifische Frage zum Übungsbetrieb, zur Abgabe, und er möchte gerne wissen, ob man denn auch, also dort steht irgendwo, man muss auch regelmäßige Einbuchungen mit abgeben. Ich würde da gerne mal nicht so weit vorausgreifen, weil das sehen wir dann, was überhaupt zu tun ist auf den ersten Übungsblättern. Die Antwort ist, das erledigen wir für Sie. Also die ZIP, die generiert wird, da steht alles drin, was Sie abgeben müssen. Also da müssen Sie sich selber nicht. Gut, noch eine Frage? Da kommt gerade die Frage, in welcher Form die Übungsblätter veröffentlicht werden, ob die weiter als DocX veröffentlicht werden oder als PDF. Wenn das als DocX veröffentlicht wurde, dann ist das ein Fehler. Wir hätten das eigentlich gerne als PDF gehabt. Danke für den Hinweis. Noch eine Frage? Da kommt nochmal die Frage zum Übungsschein, ob der obligatorisch ist für das Bestehen des Moduls. Ich dachte, das hätte ich deutlich gesagt. Ja, ist es. Gut, dann würde ich dann doch ganz gerne mal weitermachen. Sonst werden wir heute gar nicht mehr fertig. Ich möchte nämlich noch auf etwas hinweisen, was mir immer sehr am Herzen liegt. Die Plagiate. Ich habe vorhin schon angedeutet, Übungsblätter sind Einzelleistungen. Und das meinen wir tatsächlich ernst. Wir versuchen, Leute zu finden, die abschreiben und abschreiben lassen. Und wir sind da in der Regel auch relativ erfolgreich. Denn genauso wie wir unsere Tutoren schulen, ihnen zu helfen und mehrere Lösungen zuzulassen, schulen wir sie auch darin, Plagiate zu finden. Und das auch über Tutorien hinweg. Und das machen wir deshalb, weil wir wirklich möchten, dass wir am Ende eine Einzelleistung von Ihnen bewerten können. Ich bitte ein bisschen um Ruhe, das ist wirklich wichtig, weil wir jedes Jahr wieder die gleichen Probleme haben, dass dann doch wieder Leute sehr, sehr ähnliche Lösungen, sage ich mal, abgeben. Und das hätte ich einfach ganz gerne nicht. Wenn es nach mir geht, würde ich mir mal ein Jahr ohne Plagiat wünschen, das wäre ein Traum. Finde ich auch für uns einfach nur ein Riesenärger, es ist auch für uns sehr unschön. Wir müssen das irgendwie ahnden und wir hätten das einfach ganz gerne gar nicht. Wir hätten einfach ganz gerne, dass Sie alle Ihren Übungsschein selber machen, am Ende einen Übungsschein von uns bekommen, ohne dass es irgendwelche Zwischenfälle gibt. Wenn wir Plagiate finden, dann sind wir relativ rigoros. Wir geben dann 0 Punkte für das aktuelle Übungsblatt und zusätzlich nochmal minus 25 Punkte. Kann man wieder ein bisschen Kopf rechnen. Ja, 0 Punkte für das Übungsblatt, minus 25, das sind so ungefähr 50 Punkte, die man da anwiesen ist. Das heißt, man kann noch 100 Punkte dann gut erreichen, das reicht immer noch locker zum Bestehen. Und wir haben auch immer wieder Fälle, wo genau das auftritt, wo wir Leute erwischen beim ersten Mal, abschreiben, die sich dann das restliche Semester voll reinhängen und dann den Übungsschein trotzdem noch bekommen. Aber das würde ich lieber nicht versuchen. So. Schafft ungefähr ein Drittel von den Leuten, die wir erwischen, dann noch die Übungsscheine zu bekommen. Und sie machen sich nur riesen Stress, deshalb machen sie es einfach direkt selbst. Und was auch noch wichtig ist, der Hinweis, wir bestrafen nicht nur den, der abschreibt, sondern auch der hat abschreiben lassen. Versteht sich aber eigentlich von selbst. So, hier noch ein schönes abschreckendes Beispiel von vor nunmehr 4 Jahren. Die Nicht-Abschreib-Garantie. Ja, kennt jeder, guter Student und nicht so guter Student, gut befreundet, und der nicht so gute Student sagt zu guten Student, kann ich mir vielleicht mal deine Lösung angucken, bin irgendwie in dem Thema noch nicht so richtig drin, irgendwie muss ich mir da mal ein bisschen Inspiration holen, und dann macht das der gute Student, gibt dem nicht so guten befreundeten Student sein gelöstes Übungsblatt und der nicht so gute Student, sollte glaube ich mit A, B und C arbeiten, ist einfacher. Ne? Also nicht so guter Student B und guter Student A, so machen wir jetzt mal weiter, sind befreundet und Student B nimmt dann tatsächlich die Lösung, die er bekommen hat von A, nur zur Inspiration, schaut sich das mal ein bisschen an und macht dann tatsächlich eine eigene Lösung. Aber er hat noch einen dritten Freund, oder nein, einen zweiten Freund, also da ist noch ein dritter im Bunde, so wollte ich sagen. Und das ist C, und naja, der ist auch nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Und noch viel schlimmer, der ist außerdem noch faul dazu. Soll es ja geben, solche Leute. Also ich habe heute noch keinen gesehen, aber soll es ja geben.
Und der leiht sich dann von B die Lösung von A aus, weil er ihn bequatscht. Und dann schreibt er einfach das auf, was er bei A sieht. Und das ist dann blöd. Weil dann erwischen wir zumindest A und C. Und das ist insbesondere für A blöd, ne? Weil der hat sich ja eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, in Anführungszeichen, weil er ja einfach nur seinem Freund B helfen wollte und ihm zur Inspiration mit Nicht-Abschreib-Garantie mal ein bisschen Inspiration verleihen wollte. Aber am Ende ist halt doch A und C dran. Und wenn wir gut sind, ist auch noch B dran. In dem Fall haben wir auch B bekommen. Also machen Sie sowas einfach gar nicht. Bitte lösen Sie selbstständig die Aufgaben. Und ich glaube, ich werde an der Stelle noch mal ein bisschen deutlicher, weil wir auch letztes Jahr wieder ganz häufig den Fall hatten von wegen, naja, wir haben die Lösung zusammen erarbeitet an der Tafel in einem Seminarraum und dann sind wir alle heimgegangen und haben das aufgeschrieben. Das ist halt auch schon so weit. Also wenn Sie irgendwo Probleme haben mit einer Aufgabe, dann sprechen Sie gerne mit Kommilitonen darüber. Wir sind auch sehr viele Lerngruppen und so weiter und so fort. Aber bitte unterhalten Sie sich über die Konzepte. Wenn Sie nicht verstanden haben auf Übungsblatt 3 oder 4, ich weiß nicht, wann es drankommt, was ein Sequenzdiagramm ist und wie das funktioniert, dann unterhalten Sie sich bitte darüber. Aber bitte unterhalten Sie sich nicht darüber, wie man Aufgabe A3 auf Blatt 4 löst. Das ist der Unterschied. Also gerne über die Konzepte unterhalten, gerne Übungsaufgaben zusammen machen, aber nicht die, die auf den Übungsblättern sind. Okay? Weil das führt zu Problemen. Und das wollen wir überhaupt nicht. Und ich glaube, Sie wollen das auch nicht. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was passiert, wenn man so Theorieaufgaben zusammen macht und dann plötzlich minus 50 Punkte da stehen hat. Wie ist es denn bei Programmieraufgaben? Die kann man doch wunderbar zusammen machen, oder? Ja, kann man ja wunderbar verteilen, macht man einmal, dann gibt man seinen 10 Freunden und dann sind die alle glücklich. Auch eine blöde Idee, weil das wollen wir auch nicht. Wir hätten auch gerne, dass sie selber programmieren, denn immerhin sollen sie mal Informatiker werden oder Informationswirte, auch die sollten ein bisschen programmieren können. Und ich hätte auch ganz gerne, dass sie Lehrämtler ein bisschen programmieren können, weil dann können die das vielleicht dann auch mal den Kindern beibringen, das fände ich super. Dementsprechend auch für die Programmieraufgaben gilt, bitte alles selber machen. Und auch da haben wir uns ein bisschen was überlegt, wie wir das sicherstellen können. Wir haben ein Werkzeug, was auf den schönen Namen JPLAG hört. J für Java, weil wir entwickeln hier in Java. Und was JPLAG kann, ist Plagiate finden. Das heißt Plag. Und das ziemlich gut. Das ist so eine Beispielausgabe von dem JPLAG. Da sehen Sie Übereinstimmungen zwischen studentischen Lösungen. Wenn Sie eine Aufgabe bearbeiten bei uns und Sie machen das tatsächlich selbstständig, dann sind Sie irgendwo hier in diesem Bereich. 40-70% Übereinstimmung. Das ist normal, das passiert. Ja, das Code sich da ein bisschen ähnelt. Das ist nicht schlimm. Problematisch wird es hier oben. 100% Übereinstimmung, da ist irgendwas faul. Das sind dann die, die wir uns anschauen und naja, JPLAG kann uns nicht nur so eine Übersicht geben, sondern kann uns auch tatsächlich für Teile von Aufgaben oder für Gesamtaufgaben zeigen, wie groß die Übereinstimmung ist. Das, was hier vorne geschwärzt ist, das sind Matrikelnummern. Ja? Gut. Also, wir finden das. Und naja, nun sind Sie alle Informatiker und wissen ja, naja, ich werde ja nicht so blöd sein und gebe das Gleiche ab. Aber wir sind auch Informatiker, wir machen das schon ein bisschen länger. Und deshalb funktioniert das auch ein bisschen besser, als Sie sich vielleicht vorstellen. So. Verschleiern wird tatsächlich schwierig. Das Ding, das rechnet semantische Code-Ähnlichkeit aus. Ja, also, ja, mal die Variablen umbenennen, übersetzen, Kommentare ändern, löschen, hinzufügen, Methoden, Variablen verschieben. Ja, Methoden, Aufrufe umändern, das wird Ihnen alles nichts helfen. Um das auszutricksen, müssen Sie so viel Arbeit investieren, dass Sie die Aufgabe vielleicht doch lieber selber lösen sollten. Das ist dann tatsächlich aufwendiger, das zu verschleiern. Deshalb machen Sie das nicht, lösen Sie es selber. Sie sollen ja auch hier was lernen. So, super. Gibt es Fragen bis dahin? Keine Fragen? Wunderbar. Dann jetzt
zu den Tutorien, wie das organisatorisch funktioniert. Das wissen Sie bestimmt alle schon. Das funktioniert wieder über WebInscribe. Dort ist wahrscheinlich ab morgen, wir haben leider keine Rückmeldung bekommen dieses Semester, ab morgen bis Donnerstag wieder freigeschaltet, dass Sie sich in die Tutorien einwählen können oder Präferenzen abgeben vielmehr und dann wird Ihnen ein Tutorium zugeteilt. Und außerdem bieten wir zusätzlich zu den 6 regulären Tutorien ein Kennenlern-Tutorium an. Das ist so ein bisschen ja, analog zum Vorbereitungsblatt. Und das Kennenlernen-Tutorium findet bereits in der nächsten Woche statt. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist, naja, mal so ein bisschen die anderen Leute aus dem Tutorium kennenlernen, ihren Tutor kennenlernen, vielleicht schon mal das Vorbereitungsblatt gemacht haben, im besten Fall festgestellt, oh je, Eclipse-Installation hat ja gar nicht funktioniert. Ja, dann einfach mal Laptop mitbringen, zum Tutor gehen und mal mit dem sprechen, sich mal Dinge erklären lassen und bitte an der Stelle auch keine falsche Scheu zeigen, sondern das einfach tatsächlich mal annehmen, dieses Angebot. Weil wenn es bei Ihnen schon ganz am Anfang scheitert mit der Einrichtung der Werkzeuge, dann werden Sie gleich komplett abgehängt. Also gehen Sie zu dem Kennenlern-Tutorium, das ist sehr hilfreich. Die eigentlichen Tutorien beginnen dann in der Woche nach Abgabe des ersten Übungsblattes. Das heißt Kalenderwoche 19, das müsste stimmen, ja. Vom 7.5. bis zum 11.5. Noch ganz wichtig ist, Tutorien immer nur zweiwöchentlich. Das heißt, wenn Sie jede Woche zu Ihrem Tutorium kommen, dann stehen Sie in 50% der Fälle vor verschlossenen Türen. Das heißt, immer nach der Abgabe des Übungsblattes ist dann auch in der Woche Tutorium. So, zum Schluss nochmal der Hinweis, wenn wir hier Leute haben, die aus irgendwelchen Gründen keinen SCC-Account haben oder anderweitig nicht auf regulärer Art und Weise am Übungsbetrieb teilnehmen können, dann bitte jetzt nicht rausrennen und sagen, ja, hilft mir ja eh alles nichts. Wir finden eine Lösung. Also wir haben da auch Möglichkeiten, tatsächlich am SCC-Account so ein bisschen vorbeizuarbeiten, sodass Sie da trotzdem auf die LEZ kommen. Aber dazu müssen wir uns mit Ihnen kurz schließen, damit wir da eine Lösung finden können. Das heißt, wenn das auf Sie zutrifft, das sind nicht nur Schülerstudenten, dann bitte bei uns so schnell wie möglich melden. Am besten bis heute 17 Uhr. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Tutorien, also nicht nur für die LEZ, sondern bekommen ja dann auch kein Tutorium zugewiesen, wenn Sie Schülerstudent sind. Das heißt, auch da müssen wir eine Lösung für Sie finden. Gut, wunderbar. Dann sind wir an der Stelle erstmal fertig. Genau. Und ich übernehme kurz zumindest. Genau. Diejenigen, die es eben nicht mitbekommen haben, ich bin Tobias Heil, der zweite Übungsleiter. Sie werden feststellen, dass wir den Übungsbetrieb häufig zu zweit leiten werden. Das ist vielleicht in gewisser Form ein Luxus, da wir die Möglichkeit haben, zwei Übungsleiter einzusetzen. Das hat aber auch den Vorteil für Sie, dass wir in den Übungen in der Lage sind, so ein bisschen den Ball hin und her zu spielen. Das werden wir auch aktiv nutzen, aber wir wollen den Ball auch zu Ihnen spielen, immer mal wieder. Außerdem werden Sie feststellen, dass wir immer ein bisschen humoristische Elemente in die Übungen mit einbauen werden. Und eines dieser humoristischen Elemente werden wir jetzt gleich auch vorführen. Sebastian zieht sich gerade schon in der Ecke um, falls Sie es noch nicht gemerkt haben. Er macht sich gerade zum Chef, weil der Chef trägt die Krawatte, so ist das halt. Ja, das stimmt, aber dafür hat er den Sakko an und du nicht. Genau. Ich spiele allerdings jetzt den Mitarbeiter, den Knecht in der Form. Bin gerade neu eingestellt worden, habe gerade mein Studium beendet und habe jetzt in der Softwarefirma angefangen und habe gerade meinen neuen Laptop bekommen und habe den mal so weitestgehend eingerichtet und ja, Bastian braucht immer ein bisschen länger zum Umziehen, das ist halt blöd, aber naja. Gar nicht so einfach, bis man so richtig hübsch ist. Richtig. Braucht man ein bisschen länger. Tobias hat es schon wunderbar eingeführt. Wir möchten so ein bisschen darauf hinweisen, dass es mit den Werkzeugen, die wir benutzen, eigentlich eine ganz gute Idee ist. Dass es nicht aus der Luft gegriffen ist, dass es ohne Werkzeuge nicht so gut klappt. Und deshalb möchten wir das jetzt mal so ein bisschen auf humoristische Art und Weise motivieren. Ich bin der Chef trägt Krawatte. Tobi ist der Codeknecht, hatten wir schon.
Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an. Du bist bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. So, dann wollen wir doch mal schauen, was die neuen Mitarbeiter, die neuen Codeknechte so leisten. Mal schauen, wen haben wir denn? Gut, dass mir das die Sekretärin gerade noch auf die Hand geschrieben hat. Namen von Mitarbeitern merken, ist ja gar nicht meins. Als Chef hat man echt andere Probleme. Ist ja witzig. Hey. Hey, hey, Herr, hey. Oh. Hallo, Chef. Hallo. Scheint ja sehr groß geschrieben zu sein, das Leitmotto der Firma, oder? Leitmotto der Firma, was war das so gerade nochmal? Creativity first. Ah. Sogar in allen Bereichen anscheinend. Ihre Witze sind ja auch sehr treffend. Aber um es klarzustellen, ich heiße Hi und nicht Hey. Hi, sehr, sehr amüsant. Ist ja fast genauso witzig wie Hey. Egal, vielleicht sollten Sie mal lieber mal zeigen, was Sie bisher schon so geleistet haben. Erster Tag. Ich hatte Ihnen ja gesagt, machen Sie mal hier dieses Dingens, und zwar flott. Wie sieht es denn da aus, ja, Moment. Herr? Was war denn das? Also ich hatte meinen Laptop geholt, ne? Und dann bei den Kollegen vorbei, Kaffee trinken. Das war doch das, was ich tun sollte, oder? Bei den Kollegen Kaffee trinken. Also ich glaube nicht, dass das war. Also ich meinte Networking, ne? Und Teambuilding, ja, und sowas natürlich. Gut und, also gut und schön, das Networking, aber wie sieht es denn mit den Inhalten aus? Herr Hai. Sie hatten mir da eine E-Mail geschickt, richtig? Ich hatte Ihnen eine E-Mail geschickt, ja. Genau. Ich sollte da was programmieren, richtig? Sie sollten was programmieren, genau. Was war denn das nochmal, dieses Dingens da? Und zwar dieses Hello World, oder? Ja, genau, dieses Hello World, das wollte, genau. Der Kunde ganz, ganz wichtig haben, aber jetzt mal hier flott. Ja, dann... Haben Sie hier einen Moment. Arbeitsplatz schon eingerichtet überhaupt? Ja, fast. Weil ich sehe hier nur lustige Bildchen, ja. Oh ja, das ist hübsch. Ja, hier ganz, ganz neue Entwicklungsumgebung hier, wo alles vorbereitet. Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Notepad? Ein Notepad, ein Notepad, das hatten wir ja schon früher noch hier. Aber das ist was ganz anderes. Das ist Notepad plus, zweimal verbessert. Plus. Ne? Hat das jetzt auch mehr gekostet? Habe ich das bezahlt? Ja, natürlich. Aber dann will ich jetzt auch Qualität sehen. Okay, alles klar. Dann wäre das Hello World, ne? Gut, ja, aber mal ein bisschen flott hier, jetzt Hello World. Ja. War denn das nochmal so lange her? Ich treffe den Kunden in 2 Stunden zum Mittagessen. 2 Stunden? Ja, das kriege ich locker hin. Ich kann das. Wie lange brauchen Sie? 10 Minuten? Vielleicht. Gut. Ja, das geht ja voran. Das sieht ja ganz gut aus. Ui. Ja, genau, so war das. Ich hoffe, Sie können ungefähr so gut programmieren wie Networken. Wie wer? Ja, wie Networken. Ah ja. So, was wollten wir ausgeben? Hello World, oder? Was macht das? Ja, Hello World, genau, so soll das heißen, das Ding. Ja, sorry, meine Aufmerksamkeitsspanne ist heute nicht so hoch, das ist schwierig. Und das trotz des Kaffees, also da mache ich mir ein bisschen Sorgen um Sie. Ja, so, Kaffee reicht ja nicht. Also ich meinte erst 3. Ist das jetzt das schon so fertig oder wie oder was? Ja, also ich habe da jetzt ein Programm geschrieben. Das war doch die Aufgabe, oder? Und das macht jetzt schon das Hello World? Ja, also das Programm erstmal schon, ja. Ach, das ist ja super. Wenn Sie wüssten, was ich dafür verlangt habe vom Kunden, das ist super. Naja, ich koste Sie auch schlecht. Ein bisschen was, also von daher. Ja, aber nicht so viel, keine Angst. Gut. Gut. Ja. So, ist das jetzt so fertig? Jetzt habe ich da hier so ein paar Zeilen hingeschrieben. Das sieht aus wie die E-Mail an meinen Sohn letzte Woche. Ich hoffe, Sie schreiben nicht solche E-Mails an Ihren Sohn. Damit kann der Kunde doch jetzt nichts machen. Das ist doch kein Programm, oder? Also ich meine, ich habe ja keine Ahnung von diesem Info. Das ist Quelltext. Sie wollten, dass ich Quelltext schreibe, oder? Nee, das soll natürlich zum Kunden und da soll da was passieren. Da soll schön aussehen. Soll auch laufen. Ja, dann, Moment. Ja. Warte, dann speichern wir das doch wenn mal gerade. Wenn ich das so dem mal? Kunden kriege, ja, gebe, wenn er das so kriegt von mir, dann bin ich doch hier die nächsten Aufträge los. Also was machen wir hier eigentlich nochmal für eine Java, oder? Ja, also ich habe zumindest Java gemacht. Wissen. Also ich habe mal vor ein paar Jahren gesagt, Java ist dieses neue, hippe Zeug. Da habe ich gesagt, hier, das machen wir jetzt auch, machen alle. Und außerdem fand ich den Namen schön, also Java auf. Waren Sie schon mal auf Java? Nee, aber Malediven nächste Woche. Auch nicht schlecht. Gut, ja, aber nur, wenn das fertig wird bis in 2 Stunden. Jetzt auf. Ja, ich bin ja schon dabei. Was ist das denn? Ja, hier. Das ist ja komplett schwarz. Ach, nee, das ist nicht schön. Wieso? Was steht da? Kann man das lesen? FC-Fan 78. Ach je.
Na gut, ja. aber das ist ganz komplett schwarz. Jetzt machen Sie mal hier, was Sie auch immer machen wollten, aber ein bisschen flott. Also ich muss das jetzt noch kompilieren, Chef. Ne? Das dauert einen Moment, weil... Stell mich mal daneben, vielleicht kann ich dir auch noch was lernen. Ja, vielleicht. Dann kann ich das demnächst einfach selber machen. So, wie hatten wir das Ganze genannt? Ah, ich muss noch auf den Desktop. Ah. Haben Sie das auf dem Desktop gespeichert? Ja, so mache ich das auch immer. Ja, ich habe das... Man muss ja Ordnung halten. Ja? Man muss ja wissen, wo es ist. Ne? So, also wir kompilieren das Ganze noch schnell. Genau. Was ist denn das Mist. Jetzt? Ich sehe da nur Error. Ja. Das muss natürlich genauso heißen. Ja, Mist. Ja, und sowas passiert bei so einem kleinen Programm, ja? Wo haben Sie denn bitte studiert, hä? Stuttgart? Ja, aber anscheinend haben Sie mich ja trotzdem eingestellt. Ja, Sie haben ja vollkommen recht. Das ist mein Fehler. Das ist mein Fehler, wenn ich so hohe Erwartungen an Sie setze. So, ich mein Fehler. Immer noch ein Fehler, ja Mist. Ah, klar. So, wie sieht es denn jetzt aus? Ja, hi. Ja, also, hat übersetzt. Wunderbar. Hat übersetzt, ja wunderbar. Und jetzt ist das so fertig? Jetzt muss ich es nur noch ausführen. Dann kann ich Ihnen zeigen, was dieses wunderbare Programm alles leisten kann. Ja, sehen Sie? Ui. Es gibt Hello World aus. Ich glaube, das ist das, verrückt, was der Kunde oder? Wollte. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das können wir so nicht machen. Ne? Also, können wir das nicht an den Kunden geben. Hallo, der hat doch keine Ahnung von diesen... Was ist denn das eigentlich, dieses schwarze Ding da? Ah, die Eingabeaufforderung. Ah, Eingabeaufforderung. Ja, ich kann Ihnen gleich meine Aufforderung geben. Und zwar nehme ich das mal ordentlich zu machen, Herr Hai. Ja, also, okay, aber das ist so, wie ich das im Studium gelernt habe. In Stuttgart hatten wir nur mit dem Notepad programmiert. Ja, wunderbar. Aber Ihre... Also jetzt nochmal zurück. Herr Hai, Sie waren doch vorhin 3 Stunden networken. Auf Kosten von mir. Ja? Und da haben Ihnen doch die Kollegen bestimmt ein bisschen was Besseres gegeben. Bei uns, der Firma, wird doch hochwertig entwickelt. Muss doch besser gehen als mit diesem Notepad++. Haben Sie da nicht irgendwas, womit es besser geht? Ja, also die Kollegen hatten da was erwähnt. Das ist auch schon installiert hier, dieses Eclipse. Aha. Aber Was ist das denn? Eclipse? Weiß nicht, hat noch irgendwas mit Sauerstoff zu tun, glaube ich, aber ganz kapiere ich das auch nicht. Das sieht aber wichtig aus, es lädt so lang. Oh. Ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich das verworfen hatte. Weil ich habe es aufgemacht, sieht zwar hübsch aus, aber hey, da steht direkt Problems. Also, weiß nicht. Gleich Probleme, ja, ich gebe Ihnen mal einen Tipp als Chef. Wenn man Probleme sieht, gehen Sie mal mit der Maus da so ein bisschen runter. Was? Genau, da ein bisschen runter, noch ein Stück und jetzt klicken Sie mal. Ah. Ja, und deshalb bin ich Chef. Ich weiß, wie man Probleme löst. So geht das also. Auf geht's, Herr Hai. Machen wir das nochmal ordentlich, bitte. Na gut, dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Ah, man kann hier direkt ein Java-Projekt anlegen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen sinnvoller, ne? Ja. Ja, genau, gut. Hello World, so sollte es heißen. Und Java 9, sind wir schon zu weit. Dann brauchen wir ja noch hier, was wollten wir? Wir wollten gerne, dass da Hello World rauskommt. Hey, wir wollten auch eine Main-Methode direkt, oder? Das war doch das, was wir machen wollten. Verrückt. Boah, das geht ja viel schneller. Das ist ja viel, viel einfacher. Das ist ja schon halb fertig. So. Vielleicht sollte ich lieber dieses Eclipse bezahlen, statt Sie. Ja, das wäre vielleicht wirklich sinnvoller. Kostet das was, dieses Clips? Dieses Clips? Ja, wahrscheinlich. Ach, ich will jetzt nichts sagen, Herr Hai. Was denn? So. Aber das ging jetzt ein bisschen flotter. Ja, Moment, jetzt müssen wir erst schauen, ob das funktioniert. Wahnsinn. Ach, das war jetzt alles, ja? Und dafür haben Sie vorhin so lange gebraucht? Ah, ich muss mich ja erstmal einarbeiten und ankommen. Und jetzt, wie machen wir das jetzt? Machen Sie jetzt hier so einen Zip um dieses Eclipse drum und dann bringe ich das dem Kunden. Dem Kunden mit? Oder wie läuft das jetzt? Ja, nee, da gibt es bei Java, gibt es da hier diese Gläser, diese Jars. Jar. Was wollen Sie? Also ich war ja hier letzte Woche beim Business English, gell? Und da habe ich gelernt, Jar ist Einwegglas. Was wollen Sie jetzt hier mit einem Einwegglas? Naja, ein Einwegglas für ein Programm, eine ausführbare Java-Datei. Hm? Alles in einer Datei. Alles, was Sie wollen. Das heißt Jar, ne? Das ist ja sehr kreativ. Na gut. So. Und das haben Sie jetzt schon gemacht? Ist schon fertig, oder? Ja, ist schon fertig. Ist jetzt auf dem Desktop. Wunderbar. Na dann schicken Sie mir doch mal eine Mail, wo das drin ist. Hier, und dann, genau, da ist es. Hier. Ja. Aber nicht verschlüsselt, das geht bei mir immer nicht. Gell? Mail ist schwierig, weil.
Naja, jetzt? Ich bin noch nicht im Firmennetzwerk. Ich war doch erstmal also Kaffee trinken. Drei Stunden lang Kaffee trinken, aber noch nicht mal im Firmennetz geschafft. War da hier nicht so ein QR-Code am Kaffeeautomaten? Weiß ich nicht, vielleicht. Ah, na gut, na, dann machen wir das anders. Ich habe irgendwo, warten Sie mal, hier unten hatte ich doch was hingelegt. Ah, es ist USB-Stick, so macht man das. Ah, ja, schön. Das aber, ja, dann mache ich Ihnen das einfach da drauf. Vorsicht, das ist der von meiner Familie. Ne? Da sind meine wichtigen Sachen drauf, da ist das von meinem Sohn drauf. Also da bitte jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Aber da können Sie es jetzt einfach mal gerade drauf machen. Das nehme ich dann einfach mit zum Kunden. Interessant. Das passt schon. Okay. Was ja, ist genau, da? Das ist das Richtige. Ja, machen Sie es mal auf. Genau. Da sind alle wichtigen Sachen drauf. Also bitte Vorsicht. Und da können Sie es einfach gerade daneben legen und dann nehme ich das dem Kollegen, dem Kunden mit. Wunderbar. So. Alles klar? Das war's schon. Wunderbar. Dann nehme ich das mit. Und Sie wissen ja Bescheid. Ich hatte ja Ihnen gesagt, das muss weitergehen. Ja, der Kunde hat schon das nächste geordert. Das muss jetzt noch weiterentwickelt werden. Der will noch mehr Funktionalität. Ja. Die werden natürlich extra abrechnen. Ne? Viel Spaß beim Mittagessen. Das heißt, bitte jetzt weiterarbeiten. Ich bringe das kurz zum Kunden. Gut. Also während der Chef jetzt weitergeht, wollen wir natürlich das Produkt noch ein bisschen weiterentwickeln. Ich meine, hat ja viel Potenzial, dieses Hello World. Vielleicht wollen wir da auch noch eine andere Sache ausgeben als nur Hello World. Vielleicht wollen wir ja die Uni grüßen. Genau, machen wir mal Grüße KIT vielleicht, was? Warum meckert der denn jetzt hier? Man muss auch was zurückgeben. Natürlich sinnvoll. Wir wollen KIT zurückgeben und das vielleicht hier oben direkt einbauen. Grüßen wir doch direkt das KIT. Wie hieß das Ganze? Grüße KIT. Hält er das jetzt nicht? Sehr schön. Übersehe ich gerade irgendwas? Ich weiß, was ich übersehe. Wird auch zugreifbar sein. So, wunderbar. Jetzt können wir auch das KIT grüßen. Vielleicht wollen wir gleichzeitig auch noch irgendwen anders grüßen. Vielleicht das überlegene Laptop, den ich hier zur Verfügung gestellt bekommen habe. Verrückt. Grüßen wir mal noch die Uni für diejenigen, also hier sitzt jetzt niemand mehr, außer drei Personen im Raum, die noch die Uni kennen. Meine Wenigkeit auch nicht mehr, aber aus Legacy-Gründen will man vielleicht auch noch die Uni grüßen können. Der Kunde vielleicht. Das doch mal noch hier unten drunter. Hi. Wie sieht's denn aus? Sind Sie fertig? Ja, ich bin fleißig. Ja, Sie sind fleißig. Soll ich Ihnen mal was sagen? Das war ganz großer Mist, was Sie da programmiert haben. Warum jetzt? Ich habe das dem Kunden gegeben, ja, und der kam zu mir zurück und hat gesagt, der hat das ausgeführt, hat Puff gemacht, alles Server down, ja, wegen Ihrem Programm. Okay. Was auch immer so ein Surfer ist, aber der hat auf jeden Fall gesagt, das ist gar nicht gut. So, und er hat gesagt, er hätte das jetzt bitte mal schnell korrigiert. Ja, machen Sie das mal. Das hier das, was wir da dem Kunden gegeben haben, korrigieren Sie das mal, aber geschwind. Ja, also ich habe jetzt hier die Version, ich habe jetzt schon weiterentwickelt. Sie meinten ja, ich soll noch das KIT und die Uni grüßen. Ja, natürlich, aber das soll ja der Kunde erst in der nächsten Version bekommen. Er möchte jetzt gerne eine Korrektur von der alten Version und zwar ganz schnell. Ja, aber die ist ja auf Ihrem USB-Stick. Wie auf meinem USB-Stick? Den habe ich meinen Sohn zurückgegeben. Das ist jetzt aber schlecht, weil ich habe die Version ja nur darauf gemacht und weiterentwickelt. Also, weiß nicht. Ja, das heißt jetzt... Ich kann Ihnen jetzt das hier anbieten, aber nicht die Version, die ich eben hatte. Ja, aber das können wir jetzt nicht machen, Herr Hey, wie auch immer. Also, das geht ja so schon mal gar nicht, weil dann kriegt der Kunde ja was er nicht bezahlt hat. Das geht ja nicht. Wir müssen jetzt die alte Version korrigieren. Wie machen wir das jetzt? Ja, ich kann das hier alles wieder rauslöschen und dann... wieder rauslöschen. Das, was Sie schon gearbeitet haben, oder wie? Ja. Ja, und das habe ich dann bezahlt, oder was? Dass Sie hier Sachen schreiben und wieder löschen, oder wie? Ja, das geht ja auch nicht. Erstmal bezahlen Sie mich einfach so, oder? Also wie können wir das denn sinnvoll lösen, Herr Hai? Haben Sie nicht hier wenigstens auf dem Desktop hier irgendwie so Hello World Ordner gemacht und dann Hello World neu oder so? So mache ich das immer mit den Gehaltsabrechnungen. Ich habe hier, das ist noch die Version aus dem Notepad, die war und ja auch nicht so gut. Neu 2, das ist dann das nächste, was Sie dann machen können im Ordner, der Ordnerstruktur. Ach so. Ja, und dann fertig. Ich glaube, ich habe da mal was gehört von einem Kollegen aus Karlsruhe. Ah, okay. Also ich kenne jemanden aus der Karlsruhe. Der meinte, es gibt da sowas, das nennt sich Versions...
Verwaltungsdingensbums. Ich glaube, da kann man so Versionen irgendwie hintereinander anlegen und auch wieder zurückkehren. Das klingt ja irgendwie sinnvoll. Können Sie da vielleicht mal was rausfinden, damit Sie auch mal endlich Ihr Geld wert sind? Dass Sie mal hier rausfinden, wie dieses Versionsdingens da funktioniert und mir das mal erklären, das wäre super. Da bereite ich mal was vor. Wunderbar. Gut, an der Stelle sind wir jetzt erstmal fertig und verlassen so wieder ein bisschen die Quatschebene. Richtig. Finde ich auch ganz schade, aber wir wollen ja auch inhaltlich noch ein bisschen weiterkommen und die richtige Lösung für unser Problem, was wir jetzt gerade eben am Ende hatten, also wir haben ja schon gesehen, na, irgendwie wäre es sinnvoll, wenn man irgendwie so eine Entwicklungsumgebung hat, um was zu entwickeln, und zum anderen wäre es irgendwie sinnvoll, man könnte irgendwie so mehrere Versionen von Software irgendwie sinnvoll verwalten. Und das ist das Erste, was wir uns in der Werkzeugkette tatsächlich anschauen wollen. Genau. Der Herr Hai hat da mal was recherchiert. Sehr schön, Sie haben sich meinen Namen gemerkt. Ja, aber erst im dritten Versuch hat sich der Chef den Namen gemerkt, aber immerhin. Und Herr Hai hat da mal recherchiert, wie man das denn sinnvoll machen könnte mit dieser Versionsdingens. Genau, wir starten jetzt also quasi mit dem Vorlesungsstoff so ein bisschen. Zumindest mit dem, was wir für die Übung benötigen an Stoff. Das heißt, unser erstes Thema ist die Versionskontrolle. Wie wir eben ja schon gemerkt haben, ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich verschiedene Versionen zu merken und auch diese rückverfolgbar zu machen. Dieses Problem, was wir jetzt gerade gesehen haben, hatten aber nicht nur wir, sondern auch schon ganz viele andere Firmen und andere Industriezweige auch schon, zum Beispiel die Raumfahrtindustrie in den 50er und 60er Jahren. Die haben auch das Problem gehabt, dass sie immer wieder neue Versionen von ihren Raketen gebaut haben und sich nicht genau merken konnten, was sie zu welchem Zeitpunkt wie geändert haben. Was dann dazu führte, dass der eine da was geändert hat, der andere hier, aber die Informationen waren nicht da, um zu entscheiden, ob das Ganze kompatibel ist. Und dann hatten sie so Geschichten wie Prototypen, die bei Tests explodiert sind, oder Sachen, die ins All geschossen wurden, die nicht mehr kommunizieren konnten, all diese Probleme. Das heißt, auch dort ist dieses Problem schon aufgetreten, dass man vielleicht einen Überblick über die verschiedenen Versionen eines Systems haben möchte und diese auch rückverfolgbar machen möchte. Genau. Das heißt, damals wurde die sogenannte Konfigurationsverwaltung eingeführt. Sie haben sich also gemerkt, welche Änderungen Sie an den Prototypen durchgeführt haben, haben die dokumentiert und aufgeschrieben. Dieses Konzept der Konfigurationsverwaltung übertragen wir dann jetzt auf Software. Das heißt, ich fange jetzt auch ganz schön, wie Professor Tichy eben auch schon, mit einer Definition an. Software-Konfigurationsverwaltung oder im Englischen Software Configuration Management ist die Disziplin zur Verfolgung und Steuerung der Evolution von Software. Das klingt jetzt erstmal sehr kryptisch und irgendwie weiß man erstmal nicht, was damit gemeint ist, aber das werden wir jetzt in den nächsten Folien noch genauer sehen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass, wenn man diese Konfigurationsverwaltung nicht hat, man halt in einem Änderungschaos landet. Wie ich eben schon beschrieben habe, wenn jeder irgendwo was ändert, niemand das dokumentiert, weiß keiner, wer was geändert hat und warum und an welcher Stelle. Es gibt nicht nur diese Definition, die wir gerade eben schon gesehen haben, sondern auch schon auch von der ISO einen Standard zur Konfigurationsverwaltung. Hier ist die Definition: Konfigurationsmanagement stellt einen Mechanismus zur Identifizierung, Lenkung und Rückverfolgung der Version jedes Software-Elementes dar. Gut, jetzt haben wir hier ein paar Begriffe, die wir noch nicht so ganz verstehen. Vor allen Dingen hier von Software-Elementen die Rede. Das werden wir gleich auch noch genauer sehen, was das ist. Aber es gibt, erstmal wollen wir wissen, was überhaupt so eine Software-Konfiguration ist. Eine Software-Konfiguration ist eine eindeutig benannte Menge von Software-Elementen mit den jeweils gültigen Versionsangaben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Produktlebenszyklus in ihrer Wirkungsweise und ihren Schnittstellen aufeinander abgestimmt sind und gemeinsam eine vorgesehene Aufgabe erfüllen sollen. Das heißt, eine Konfiguration ist immer ein Abbild einer Software zu einem bestimmten Zeitpunkt, also eines Teils einer Software vielleicht auch nur, also einer Menge von Software-Elementen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gültig zusammenspielen können. Das heißt, die quasi ein abgeschlossenes System oder eine abgeschlossene Version an dieser Stelle darstellen. Jetzt haben wir ganz viel von diesen Software-Elementen geredet. Was sind die denn jetzt eigentlich? Ein Software-Element ist in unserem Fall jetzt ist jeder identifizierbare Bestandteil eines Produktes oder einer Produktlinie. Ein Software-Element kann aber dabei entweder einzelne Dateien beinhalten oder auch eine Konfiguration von Dateien. Das heißt, wenn man sich überlegt, man hat vielleicht Quelltextdateien, hat aber auch noch Dokumentation dazu, die in Textdokumenten dazu liegt oder sonstiges. Jetzt haben wir hier auch noch das Wort Produktlinie. Hat jemand eine Ahnung, was man unter Produktlinie versteht?
okay, dann mache ich weiter. Versuchen wir es vielleicht noch bei was anderem, ein bisschen Interaktion reinzubringen. Produktlinien, ich weiß nicht, jedem von Ihnen ist sicherlich bekannt, dass es von verschiedenen Produkten, zum Beispiel Microsoft, gibt es in Versionen für Business, für Studenten, für den Heimanwender und so weiter. Das sind verschiedene Produktlinien eines einzigen Produktes. Genau. Und diese haben dann gewisse Software-Elemente gemeinsam, aber nicht alle, weil Teile ausgetauscht wurden. Was noch wichtig ist bei einem Software-Element ist, dass es einen systemweit eindeutigen Bezeichner hat. Das heißt, es ist eindeutig identifizierbar im System und kann damit von den anderen Elementen abgegrenzt werden. Aber auch wenn es sich ändert, hat es einen neuen Bezeichner, um abgrenzen zu können, dass es sich nicht mehr um das gleiche Element handelt, was es vorher war. Wir unterscheiden dann hierbei noch zwischen Quellelementen, welche manuell erzeugt wurden, also wie ich gerade eben beim Editor irgendwelche Codeschnipsel eingetippt habe, aber auch abgeleitete Elemente, die automatisch generiert werden, wie der Quelltext, der dann beziehungsweise das Kompilat, was dann später rauskam. So, jetzt haben wir eben ganz am Anfang auf der Folie gesehen, es geht um Versionsverwaltung. Na gut, wir haben jetzt bisher nur von Konfigurationen gesprochen. Was sind denn jetzt eigentlich Versionen? Eine Version ist eine konkrete Ausprägung eines Software-Elementes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, mein Hello World, was ich eben dem Kunden ausgeliefert habe, war eine Version, die ich quasi rausgegeben habe. Wenn ich jetzt aber weiterentwickle und weitere Versionen dieses Produktes erzeuge, nennt man diese verschiedenen aufeinanderfolgenden Versionen Revisionen. Das heißt, die sind zeitlich aufeinander abfolgende Versionen und hätte ich diese gehabt, hätte ich zu einer früheren Revision vermutlich auch zurückkehren können. Ein weiterer Begriff, den wir jetzt in diesem Zusammenhang auch noch betrachten, sind Varianten. Varianten sind alternative Versionen, also parallel existierende Versionen derselben Software. Zum Beispiel, man hat eine Software, die irgendeinen Sortieralgorithmus benutzt, im Standardfall. Aber ich möchte jetzt zum Beispiel noch ausprobieren, wie das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel anstatt Merge Sort Bubble Sort benutzen möchte. Dann mache ich einfach eine weitere Variante meiner Software und lasse diese parallel laufen, kann diese Variante aber später gegebenenfalls auch wieder zusammenführen mit der vorherigen Version. Ich habe auch noch ein schönes Beispiel von gerade eben. Zum Beispiel jetzt einfach eine fehlerfreie Variante von deinem ersten bauen können. Also angenommen, du hättest Revisionen gehabt, dann hätte man zur ersten Version zurückkehren können und von dort aus dann eine fehlerfreie Variante der ersten Version erstellen können. Also das wäre eigentlich genau das, was man in unserem Hello World Beispiel hätte machen wollen. Genau. Schauen wir uns das Ganze mal noch kurz grafisch da. Das heißt, wir haben gerade eben die Begriffe Version, Revision und Variante gehört. Hier sind jetzt verschiedene Versionen dargestellt. Wir starten hier mit einer Version 1.0, auf die Version 1.1 folgt und die Version 1.2. Wir haben hier noch Freigaben stehen, das sind die Sachen, die wir rausgeben, also Releases im Englischen, falls Ihnen das mehr sagt. Das wäre in dem Fall das Produkt gewesen, was ich dem Kunden zur Verfügung gestellt habe, in der Version 1.0 und habe dann weiterentwickelt. Hätte dann vielleicht eine Version 1.1 erzeugt, 1.2, bis zu irgendeinem Punkt, wo wir wieder eine Version haben, die wir den Kunden ausliefern wollen. Das ist dann hier die Freigabe 2. Wenn ich jetzt, wie gesagt, noch eine fehlerfreie Version von meiner ersten Version hätte erstellen wollen, hätte ich von dieser eine Variante erstellt. Hat jemand eine Idee, warum wir diese Varianten so nummerieren und nicht einfach auch 1.1 nennen? Da hinten? Ihr Kommiliton hat gesagt, weil wir ja hier die erste Variante der Version 1.0 haben und nicht eine Variante zum Beispiel von 1.1. Wenn wir nämlich jetzt hier eine Version wieder 1.1 irgendetwas nennen wollen würden, würden wir denken, dass es sich vielleicht auf diese Version bezieht. Wir müssen also die Möglichkeit haben, die verschiedenen Zweige abbilden zu können. Wenn wir jetzt natürlich noch eine zweite Variante einfügen, also wenn wir die weit fertig entwickelt haben, dann können wir einfach hier die zweite Version von der ersten, also die zweite Variante von der ersten Version hinzufügen. Es bleibt aber dabei immer der erste Zweig
quasi als Hauptzweig, der das Gesamtprodukt erstmal symbolisiert. Wir können aber jederzeit natürlich unsere Varianten auch wieder in den Hauptzweig einfließen lassen, indem wir sie verschmelzen. Genau. Jetzt eigentlich auch schön in dem Beispiel gewesen, wenn du nochmal zurückgehen kannst. Wenn wir jetzt von 1.0 ausgegangen sind, das ist das Hello World, und bei 1.1 ist dann das, was Tobias dazu geschrieben hat mit Hallo Uni und Hallo Kit, dann hätte er vielleicht in der Variante 1, ja, das ist blöd, ups, in Variante 1 den Fehler korrigiert und hätte dann wiederum auch gut, okay, das ist ein bisschen weit. Ja, nee. Entschuldigung an Herrn Fischer hier schon. Der macht nämlich die Aufzeichnung, der darf das dann aufbauen. Genau, also was man dann hätte machen können, ist diese Variante 1 wieder da oben zurückführen, den Hauptzweig. Das wäre das, was man da hätte machen können. Genau, vielen Dank. genau, wie funktioniert das Ganze jetzt? Naja, wir müssen ja erstmal unsere Software in irgendeiner Form irgendwo speichern. Wir speichern bei der Versionsverwaltung unsere Software-Elemente in sogenannten Depots. Das ist halt also das Depot, in dem alles abgelegt wird, was die Software beinhaltet. Und um diese Informationen jetzt zu erhalten, weil dieses Depot könnte zum Beispiel nicht bei uns lokal liegen, sondern auch auf irgendeinem Server, könnte auch bei wem anders auf dem Rechner liegen, kann aber auch bei uns lokal liegen, müssen wir erstmal die aktuellste Version uns holen. Das machen wir mit dem sogenannten Checkout oder dem Ausbuchen. Dieser holt sich eine Kopie des aktuellen Depots. Und diese Kopie wird dann erstmal für mich reserviert. Das heißt, ich sage, ich buche dieses Depot aus und niemand anders darf in diesem Zeitpunkt mit diesem Depot weiterarbeiten. Das nennt man das sogenannte strikte Ausbuch. Ich darf sie dann ändern und kann sie dann, diese Änderung, wieder in das Depot einfließen lassen, wo wieder jeder andere damit weiterarbeiten kann. Genau, das nennt sich dann Einbuchen. Die schreibt die Veränderung oder auch die kleineren Änderungen oder Hinzufügungen, die ich getätigt habe, wieder zurück in das zentrale Depot und löscht die Reservierung. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt kann dann wieder jeder auf dieses Depot zugreifen, kann es wieder ausbuchen und diese Informationen auch benutzen. Außerdem wird bei einer Einbuchung immer noch ein paar Metadaten gespeichert, wie zum Beispiel, wer das Ganze getätigt hat, also in dem Fall mein Name. Oder irgendein Kürzel, was mich identifiziert, der Zeitpunkt, zu dem ich das durchführe und ein Eintrag, der benennt, was ich denn gerade verändert habe. Das ist ziemlich wichtig, denn wenn man sich überlegt, arbeiten, keine Ahnung, 50 Leute an einer Software und jeder ändert irgendetwas, dann will man vielleicht wissen, was hat denn der Kollege da gerade geändert und will ihn nicht jedes Mal anrufen und nachfragen, hey, was hast denn du da jetzt gemacht, was kann ich da jetzt machen, was hat sich verändert? Sondern es ist sehr wichtig, sinnvolle Einträge hier zu schreiben, die verdeutlichen, was ich denn da jetzt geändert habe. Genau, sobald ich dieses Software-Element dann eingebucht habe, ist es natürlich nicht mehr änderbar, zumindest nicht mehr für mich, denn es liegt dann wieder im Depot und man muss es wieder ausbuchen, um es ändern zu können. Genau. Der Prozess ist nochmal grafisch dargestellt. Ich als Benutzer und das Depot vielleicht auf irgendeinem Server, wie gesagt, aber kann auch bei mir lokal liegen. Ich möchte das Depot ausbuchen, stelle eine Checkout-Anfrage, bekomme vom Depot das änderbare Software-Element, tue daran dann irgendetwas und buche es danach wieder ein. Glaube ich, relativ einleuchtend. Genau. Es gibt aber einen größeren Nachteil daran, nämlich dieses strikte Ausbuchen bedeutet, dass immer nur einer natürlich gleichzeitig diese Software verändern kann. Und vielleicht ist das nicht so sinnvoll, wenn man mit vielen Leuten zusammenarbeitet. Vor allen Dingen muss ja nicht jeder immer das gesamte Depot halten und für sich beanspruchen, wenn er nur einen Teil davon ändern will. Das heißt, es gibt in diesem Fall noch die Möglichkeit, ein optimistisches oder mehrfaches Ein- und Ausbuchen zu erlauben, was dann die Möglichkeit bietet, dass man Änderungen, also dass das lesender Zugriff immer möglich ist, aber nur das, was man verändert, quasi gelockt wird. Richtig? Ja. Genau. Was ist denn die nächste Folie? Da gibt es noch eine zum optimistischen Ausbuchen, glaube ich. Vielleicht mache ich die noch gerade, oder?
Genau. Wenn man jetzt aber dieses optimistische Ausbuchen hat und jeder daran irgendetwas ändern kann, also es gibt keine konkreten Logs für die Geschichten, sondern jeder hat Versionen für sich, kann sich die ausbuchen, dann muss man natürlich überlegen, was ist denn, wenn jetzt zwei Personen dieselbe Datei ändern oder dieselbe Teil einer Datei oder dasselbe Software-Element ändern. Dann kann es nämlich zu Konflikten führen. Wenn wir nämlich uns überlegen, wir haben dieses Code-Schnipsel hier, so ähnlich wie das, was ich gerade eben geschrieben habe, vielleicht noch ein bisschen besser. Zumindest hat da jemand private benutzt. Das kannte ich ja eben noch nicht. Genau, und jemand anders arbeitet gleichzeitig mit mir an diesem Code-Schnipsel. Wir haben es also beide ausgebucht und wir verändern beide dieselbe Stelle. Zum Beispiel, ich hätte jetzt hier ein Get New Hello Methode eingefügt und der Kollege hätte stattdessen die Methode in Hello Kit umbenannt, die vorher Hello Uni hieß. Wenn wir jetzt beide diese Versionen in das Depot wieder einbuchen wollen, haben wir das Problem, dass wir jetzt nicht wissen, welche Version da genommen werden muss. Das heißt, es muss entschieden werden, wie wir diese beiden Versionen zusammenführen. Und das ist nicht immer eindeutig und nicht immer klar, was da jetzt gemacht werden muss. Hier unten ist es klar, weil das kommt einfach hinzu, das kann man konfliktfrei einfach übernehmen. Aber an diesen beiden Stellen hier haben wir einen Konflikt zwischen den beiden Versionen. Und dann muss einer derjenigen, die das Ganze einbuchen, der das zuletzt macht, entscheiden, wie wir diese beiden Elemente jetzt verschmelzen. Genau. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Genau, das nur für Ihren Ausdruck später. Das heißt, hier muss manuell entschieden, wie man das Ganze weitermacht. Ich glaube, bis hierhin lassen wir es erstmal für heute. Am Freitag gibt es wieder uns beide, Übungsleiter, weil wir noch weiter die Werkzeugkette einfügen. Ganz, ganz wichtig, bitte an WebInscribe denken, bitte an das Vorbereitungsblatt denken und ab Mittwoch dann an das erste Übungsblatt denken. Dann bis Freitag.